Zürich konkret wird Ihnen präsentiert von Domoreisen. domoreisen.ch. Zürich konkret auf Zürich Plus, willkommen zur Sendung. Am 8. März stimmen wir über die Initiative Energie statt Mehrwertsteuer von den Grünliberalen ab. Die Initiative verlangt die Einführung von einer Steuer auf nicht erneuerbare Energien, also auf Öl, Kohle, Gas und Uran. Die damit einhergehende Verteuerung des Energiekonsums soll durch die Abschaffung der Mehrwertsteuer kompensiert werden. Damit sollen vor allem Investitionen in die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gefördert und der Energiewende einen neuen Schub verliehen werden. Energie statt Mehrwertsteuer, eine grosse Chance oder vor allem ein grosses Risiko, das diskutieren wir diese Woche mit folgenden Gästen. Martin Bäumle, Zürcher GLP-Nationalrat und Urheber dieser Initiative, er sagt, mit dieser Initiative ebnet man den Königsweg vom Atomausstieg. Und herzlich willkommen auch Christian Wasserfallen, Berner FDP-Nationalrat und Gegner von dieser Initiative. Er sagt, eine sinnvolle Lenkungsabgabe auch auf dem Strom macht mehr Sinn und birgt kein Risiko für den Bundeshaushalt. Grüezi miteinander. Martin Bäumle, die GLP mit der richtigen Portion grüner Nase und dem wirtschaftlichen Gespür, aber so richtig in Gang, haben wir den günstigen Systemwechsel neu gebracht. Das scheint aktuell so zu sein. Wir sind offenbar unserer Zeit noch ein bisschen voraus, haben wir festgestellt. Und in einem Wahljahr ist es auch extrem schwierig, dass auch andere Parteien in einer Frage, wo alle davon reden, im Allgemeinen sind wir dafür, im Grundsatz wollen wir, aber dann konkret etwas zu machen, das ist ausgeblieben, sowohl vom Bundesrat als auch vom Parlament. Aber wir haben da eigentlich eine gute Ausgangslage, weil wir sind nach wie vor der Meinung, der Ansatz, Energie statt Mehrwertsteuer, wäre eigentlich mit Abstand der beste von allen, weil es liegt noch nichts anderes vor. Und alle anderen werden die ähnlichen Probleme haben, die bei uns diskutiert werden, die wir lösen zum Teil im gesetzgeberischen Bereich. Alle reden von Energiewende und Atomausstieg. Trotzdem sagen Sie, diese Initiative ist der falsche Weg. Ja, ich habe es einfach mal so für mich kurz zusammengefasst. Die Initiative gibt keine Antwort oder löst kein vorherrschendes Problem, sondern verschärft in dem Sinn eigentlich auch Problematik, wenn man irgendwann mal in Energieinfrastrukturen muss investieren in Zukunft. Oder wir wollen einen absoluten fundamentalen Wechsel in die Besteuerung machen. Die Mehrwertsteuer, die ein Drittel ausmacht von unserem Staatshaushalt, 22 Milliarden, wollen wir wegnehmen und in eine Energiesteuer rein tun, wo man noch nicht so genau weiss, wie teuer das dann alles wird, beziehungsweise wie man dann, wenn es erfolgreich wäre, das Modell, dann würde ja der Ertrag wieder sinken und dann müssen wir immer wieder nachher besteuern und die Steuerung erhöhen und das wird natürlich zu grossen Verwerfungen geben in der produzierenden Industrie. Also es hat enorm viele Nebeneffekte und die Chancen bzw. das Risiko von der Initiative, das ist relativ hoch, dass die Nebeneffekte nachher das grosse Ziel, das die Grünliberalen verfolgen, plötzlich dann eben abwirkt. Wieso haben Sie das Gefühl, dass Sie damit trotzdem die richtigen Anreize setzen für einen ökonomischeren und einen ökologischeren Verbrauch von erneuerbaren Energien, was ja das Ziel ist grundsätzlich? Ja, im Gegensatz zu meinem Wasserfall glaube ich eben an den Markt. Ich glaube, dass das Preissignal funktioniert bis zu einem gewissen Grad, dass aber auch ein gewisser Preis zahlt wird. Wir haben das in anderen Bereichen gesehen, also nehmen wir Abwassergebühren oder Abfallgebühren. Der Abfall ist nicht einfach verschwunden, aber er tut sich auf einem Mass einpegeln, wo man den Preis bereit ist zu zahlen. Und der Witz ist genau, das ist eine gute Frage, aber das wird sich im Markt zeigen. Aber de facto ist es so, wir haben ja gewisse energiepolitische Ziele, die wir erreichen wollen. Wir wissen nicht, wie wir das machen. Wir können sie entweder mit Gebot, Verbot und KEF, wo wir dann dazu kommen, Subventionen schaffen, oder wir können es mit einer Lenkungsabgabe schaffen. Und unser Modell hat den bestechenden Vorteil, dass die Lenkungsabgabe mal grundsätzlich wird ansteigen, wenn man das Ziel erreicht. Das heisst, es muss immer etwas gemacht werden, um die Effizienz zu erhöhen. Und damit ist eigentlich der Anreiz in den nächsten Jahren immer gegeben. Und trotzdem wird der Preis nie ins Unermessliche steigen, wird sich irgendwann bei einem gewissen Preis in 40 Jahren ungefähr stabilisieren. Und auf der anderen Seite, was entscheidend ist, wir tun ein administratives Monster, die Mehrwertsteuer, die jeden Unternehmer belastet, tun wir abschaffen, eins zu eins. Wo alle jede andere Lenkungsabgabe müssen nachher diese Modelle und die Rückerstattungen irgendetwas suchen und ein neues Monster aufbauen, wie man das macht. Auf das können wir alles verzichten und haben das System im Griff. Ja gut, aber eine Energiesteuer, hier oder her, allein produziert ja noch keine erneuerbare Energie. Ja, das ist ja so. Aber das ganze Modell geht eben nicht auf. Oder? Das Problem ist ja, wenn der Energiekonsum abnimmt, dann würden auch die Steuererträge einbrechen. Oder?
Und es ist zum Teil auch die öffentliche Hand bzw. die Industrie, die ja nachher muss können Infrastrukturen finanzieren muss. Die werden auf der einen Seite behindert, weil sie enorm hohe Energiepreise müssen zahlen müssen. Also die Produktion im Inland wird gefährdet. Und auf der anderen Seite sind danach Gelder, die man in der Mehrwertsteuer jetzt heute hat, die brechen, würden dann wegbrechen, weil wir nämlich die Erträge aus der Energiesteuer würden zusammengehen würden. Ausser, und das hat die Grünliberalen ja schon in Aussicht gestellt, dass man dann schrittweise immer und immer wieder müsste die Energiesteuer erhöhen. Ein Wort noch zu der Mehrwertsteuer und zum administrativen Aufwand. Das ist so. Aber die FDP hat das seit Jahren gefordert, mal einen Einheitssatz zu machen. Zum Beispiel irgendwann in der Grössenordnung von 6%. Und wenn man den Einheitssatz hätte, dann wäre die Abrechnung von der Mehrwertsteuer bubi einfach und die Bürokratie wäre weg. Das haben ja das jetzt endlich auch die Wirtschaftsverbände ein bisschen weiter kennt. Also das Problem können wir lösen. Das kann nicht der Grund sein, warum dass man einen Paradigmenwechsel macht. Also ich muss gerade so sagen, beim Einheitssatz haben wir immer Gemeinsamkeit gehabt. Nur eins muss festhalten, der Einheitssatz ist eine wesentlich grössere asoziale Verzerrung wie die Energie statt Mehrwertsteuer. Das ist eine Realität, die man nachher ganz klar muss sagen, der Einheitssatz wäre aber trotzdem ein richtiger Ansatz. Aber nochmal wegen der Einnahmen, die sind in der Verfassung gesichert. Wir haben in der Verfassung mit dem Ertrag als BIP koppelt. Das heisst, es wird automatisch, wenn der Energieverbrauch abnimmt, muss der Energiepreis schrittweise ansteigen. Und im Binnenmarkt spielt das keine Rolle, weil es 1:1 Mehrwertsteuer, die alle belastet, wegfällt. An den Grenzen gibt es einen Ausgleich, beim Export entlasten, beim Import graue Energie belasten. Und das hat nicht mit Energie statt Mehrwertsteuer, sondern also jede graue Energie ist jede, ein kritischer Punkt. Aber jede, das kommt dann noch dazu. Entschuldigung, aber jede Energielenkungsabgabe, auch die der Herr Wasserfall davor hat, hat ein Grenzproblem. Genau das Gleiche muss er lösen, über jetzt 3 Rappen, 5 Rappen oder 10 Rappen pro Kilowattstunde zuschlagen. Das müsst einfach in eurer Argumentation präziser werden. Dort vermischt ständig eine Lenkungsabgabe mit der Energiesteuer. Das ist einfach nicht das Gleiche. Eine Energiesteuer finanziert, geht in einen Bundeshaushalt hinein. Aus dem Geld raus tun irgendwelche Sachen finanzieren. AHV, ich kann Infrastrukturen finanzieren, egal was, geht in den Bundeshaushalt. Das ist eine Energiesteuer. Und nachher haben wir eine Lenkungsabgabe und der grosse Unterschied ist zum Beispiel die Lenkungsabgabe auf Brennstoffe, die ja heutzutage existiert. Die sollte nach reiner Lehre direkt wieder zurückverteilt werden zur Bevölkerung. Das geht nicht in die Staatskasse. Das ist ein diametraler Unterschied und ich finde es schade, dass man im Rahmen von dieser Initiative immer die Energiesteuer und Lenkungsabgabe vermischt. Das System ist ein ganz anderes. Beim einen ist der Staat abhängig von den Einnahmen und beim anderen ist es nicht. Und das muss man mal aber jetzt genau, wir tun das sehr gerne unterscheiden. Aber darum muss man auch Probleme, die eine Lenkungsabgabe oder unsere Initiative an den Grenzen auslösen, sind genau die gleichen. Dort haben wir die gleichen Probleme zu lösen. Und das wird unsere Initiative zu Unrecht vorgeworfen, weil das hat nichts mit dem Steuersystem zu tun. Das andere ist richtig. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das Steuersystem umbauen. Weil wir sagen, wenn wir schon eine neue Steuer einführen mit der Energiesteuer, die Administrationsaufwand bringt, wie eine Lenkungsabgabe auch einbringen, wollen wir auf der anderen Seite die Administration für die Unternehmen an einem anderen Ort abbauen, nämlich bei der Mehrwertsteuer. Sonst haben wir einfach überall Admin und ich sehe es dann kommen, dann kommt gerade von der FDP der Vorwurf, ja, jetzt können wir uns das nicht machen, es gibt noch mehr Administration für die Unternehmen. Wir wollen genau ein System, das zwar eine neue Administration schafft, wie jede Energielenkungsabgabe Abgabe auch braucht. Aber wenn wir mit der Steuer arbeiten, können wir an einem anderen Ort die Steuer abschaffen und damit auch atmen. Also ich möchte jetzt noch schnell zu dieser Kapazität kommen. Wir haben gesagt, die Energiesteuer schafft die Kapazität nicht. Von welcher Annahme gehen die raus, dass, wenn die Steuer kommt und in Kraft wird gesetzt werden, wunschgemäß 2020, dass die Kapazitäten, die ja dann müssten da sein, weil die Leute, also vor allem von der erneuerbaren Energien, weil die Leute ja dann vielleicht auch wollen umsteigen, sollten umsteigen, dass sie dann das auch könnten? Also, es ist relativ einfach. Wenn die Energiesteuer eingeführt wird, wird ab sofort die Wasserkraft wieder rentabel. Also, alle jammern heute, die Wasserkraft rentiert nicht, der Import belastet uns, der billige Kohlestrom, der reinkommt. Der wäre sofort so teuer beim Import, weil das haben wir so geregelt, der Import wird gleich belastet, dass die Wasserkraft wieder interessant wäre. Investitionen in erneuerbare Energien, die jetzt anlaufen, wären sofort wirtschaftlich und die ganze Situation von Subventionen mit der kostendeckenden Einspeisevergütung, KEF, könnte man wegfallen lassen. Man könnte CO2-Abgabe mit der Rückerstattung, Teilzweckbindung, all den Admin-Kram könnte man sofort abschaffen. Und von was für einem Zeitraum reden wir da? Der Zeitraum ist
30 bis 60 Jahre, die mit dem Energieumbau sowieso arbeiten müssen. Das geht nicht so schnell. Weil auch ein Preis ansteigt. Jetzt nehmen wir mal den Benzinpreis. Gut, aber das heisst, wenn das eingeführt wird, wird im ersten Moment zu wenig Kapazität zur Verfügung stehen. Nein, sind die gleichen Kapazitäten sind da. Der Energiepreis wird teurer. Und weil die Mehrwertsteuer wegfällt, spielt für den Gesamtkonsument. Er zahlt an einem anderen Ort, er zahlt im Mikro weniger, er zahlt im Restaurant weniger, er zahlt für die Ausrüstungsgüter weniger. Aber er zahlt mehr für Heizen und Autofahren. Das stimmt eben nur bedingt, weil in der Diskussion geht auch vergessen. Nein, das stimmt nur bedingt. In der Diskussion geht vergessen, dass ja in der Initiative auch noch der Passus drin ist, die graue Energie auch zu besteuern. Und das bedeutet ja letztlich, ich muss dann bestimmen, wie zum Beispiel eine Tomate, ob jetzt die in Spanien produziert ist worden und mit dem Zug in die Schweiz transportiert ist oder ob sie in Italien produziert wird und mit dem LKW in die Schweiz transportiert wird, das müsste man eben auch irgendwie erfassen nach Initiativen. Das ist ja der Passus, die graue Energie. Und das Zweite, was ich halt schon muss sagen, oder? Man kann nicht davon ausgehen heutzutage, dass wenn man die Initiative so formuliert hat und mit dem internationalen Strom- oder Energieimport ganz allgemein kann man nicht davon ausgehen, dass die Wasserkraft nicht besteuert wird. Es gibt ganz klare Signale und das ist dann die grosse Knacknuss, die wir müssen lösen. Ich kann schon sagen, ich will nur den Kohlestrom oder Kernstrom aus dem Ausland besteuern. Aber es gibt eben auch noch internationale Handelsregeln, die dann sagen, das wäre dann quasi eine Abschottung, eine Marktabschottung bzw. eine direkte Subvention, wenn wir nachher die eigene Wasserkraft nicht besteuern, mit keiner Abgabe unterlegen, die eigene Stromproduktion zum Beispiel eben auch nicht. Und dort müsste man dann einen Ausgleich an Grenzen suchen. So einfach ist es eben nicht. Der Bundesrat hat in der Botschaft eine relativ klare Antwort gegeben, die Besteuerungssituation. Die wird sich verschärfen und dort haben wir dann die Knacknuss zu lösen, wenn man zum Beispiel sagt, man will eben Kohlenstrom oder die Gasvorkommen, die uns Deutschland liefert, will man an Grenzen besteuern. Also mit der Lenkungsabgabe aufschlagen, dass die Wasserkraft wieder rentabel wird. Aber dort bei der Lenkungsabgabe auf importiertem CO2-intensiven Strom, den die FDP auch vorschlägt, den wir sogar in der Energiestrategie also durchgebracht haben. Also das ist Kohle und Atom? Nein, Kohle. Ich sage nicht, Uran, Kernenergie muss man ja nicht besteuern. Warum muss man Kernenergie besteuern? Das ist eine CO2, eine Energiequelle, die praktisch CO2-frei produziert. Das muss man nicht besteuern. Man muss Kohlenstrom und Gasstrom muss man mit einer Lenkungsabgabe aufschlagen. Auch dort stellt sich dann die Frage, wie machen wir das an der Grenze, dass keine Diskriminierung vorhanden ist. Und das ist nicht ganz einfach zu lösen. Und jetzt hat der Christian Wasserwald genau das Richtige gesagt. Die Lenkungsabgabe, die die FDP davor hat und der Bundesrat davor hat, muss an der Grenze genau die gleichen Probleme lösen. Weil wenn wir eine Lenkungsabgabe machen, haben wir an der Grenze ein Phänomen, das wir lösen müssen. Nur bei unseren Initiativen müssen wir es lösen. Es gibt Administration, aber wir schaffen andere Administrationen ab. Wir müssen nicht noch einen Verteilungsmechanismus im Inland definieren, wir müssen keine Mehrwertsteueradministration mehr machen. Also in anderen Worten, wir haben nachher statt ein Administrationsmonster, drei beim Modell Wasserfall und wir haben nur noch eins. Nein. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und jetzt noch wegen dem Atomstrom, das ist eigentlich der wahre Kern. Die FDP wird nachher am Schluss eine gegenechte Lenkungsabgabe sein, weil eigentlich will die FDP neue AKW bauen. Und wenn man jetzt wirklich eine Lenkungsabgabe macht, nur auf CO2-lastigem Strom, ist das nichts anderes als eine Förderung von billigem Atomstromimport in die Schweiz hinein. Dann wird die Wasserkraft komplett killen. Das ist genau der Punkt. Die Wasserkraft wird überhaupt nicht geschützt. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man eine Lenkungsabgabe will, auf Nicht-Erneuerbare, die den Namen verdient, dann muss die Kernenergie mit drin sein. Alles andere funktioniert nicht. Ja, aber eben Kernstrom ist eben, oder da ist einfach ein grundlegendes Verständnisproblem, Herr Bäumle. Wenn ihr sagt, Umweltpolitik, Energiepolitik geht zusammen, dann müsst ihr mal klar festhalten, es gibt Quellen wie zum Beispiel Kohlenstrom, Produktion aus Erdgas, die sehr stark klimaschädlich sind. Aber Kernstrom ist das nicht. Ja gut, aber Kernstrom ist das nicht gelöst. Ja, die Entsorgung ist technisch gelöst. Man hat jetzt zum Beispiel gerade einen Entscheid von der Nagra letzte Woche, wo man sagt, wo man das machen kann. Aber es ist nicht klimaschädigend. Nein, und die Entsorgung ist finanziert. Darf ich sagen? Und ich möchte noch mal festhalten, die Entsorgung der Brennelemente ist A, technisch machbar, B, ist sie finanziert. Stilllegungsentsorgungsfonds sind finanziert und sie noch weiter zu finanzieren durch die Kernkraftbetriebe. Von dort her, das Kostenargument lasse ich nicht gelten. Und dort muss man sich dann eben überlegen, was will man jetzt wirklich. Wir sind, Martin Böhm, das weißt du genauso gut wie ich,
einerseits angewiesen auf den Import-Export. Wir werden nie eine autarke Energieinsel sein innerhalb von Europa. Und den Strom, den wir aus Frankreich beziehen, den brauchen wir ohnehin. Die Frage ist, zu welchem Preis dass wir den brauchen. Also, oder? Und dann tue ich doch gescheiter eine CO2-arme Quelle zulassen, als dass, wenn ich sage, du dort etwas drauf, dass dann der Kohlenstrom wieder billiger ist. Wir importieren einfach nicht. Nein, ich will schon ganz schnell. Wir importieren eben dann Solar- und Windstrom mit unserem Modell statt Atomstrom. Das stimmt doch nicht. Und das wir wollen ja aus der die ganze Diskussion kennen, die wir heute nicht führen. Der Ausstieg ist beschlossen, dass der Herr Wasserfall nicht aussteigen will. Das ist mal klar. Aber dann sind wir doch ehrlich. Die FDP will die Atomenergie weiterführen in der Schweiz, weil eigentlich der Wiedereinstieg planen. Obwohl der Problem, ich muss es noch ganz kurz sagen, die Kernenergie tut seit Anfang ihre vollen Kosten, Risikokosten indirekte nicht decken. Wenn man die müsste decken, wäre der Preis zwischen 20 Rappen und 2 Franken Kilowattstunde. Das ist die Realität. Kommen wir zurück. Effektiv. Genau. Energiesteuer. Was würde? Wir haben gesagt, es würde mehr kosten. Aber haben wir effektive Zahlen? Also was kostet dann der Liter Benzin? Was kostet dann das Heizöl? Ja, also bei der Einführung ist der Liter Benzin etwa einen Franken Zuschlag. Das heisst, heute jetzt 1,50 Franken, ist ja fast von 2 Franken auf 1,50 Franken runtergegangen, würde auf 2,50 Franken ansteigen bei der Einführung. Und nachher, etwa 30, 40 Jahre später, also etwa 2050 bis 2060, wäre gesamthaft der Preis etwa bei 5 Franken. Das aber nur dann, wenn der Energieverbrauch so zurückgeht, dass ein Auto statt 8 Liter heute noch 2,5 Liter braucht. Das heisst, der Kilometer, der gefahrene, wird sogar günstiger für den Konsument. Aber der Anreiz, weil der Preis immer ein bisschen ansteigt, ist da, jedes Auto, das er kauft, ein optimales Auto zu kaufen. Und das Gleiche kann man bei den Heizungen durchspielen und das Gleiche kann man bei den Unternehmungen durchspielen. Das wird ein schrittweiser Prozess geht Investitionen, die sich aber eben dann auszahlt. Und was sagen Sie den Leuten, die sagen, das ist ja eine gute Idee, aber ich kaufe ja kein Schweizer Auto, sondern vielleicht ein deutsches oder ein französisches oder ein italienisches und dann ist doch gleich, was wir da für eine Energiesteuer haben und darum sind die Autos gar nicht so effizient, wie wir sie gerne hätten. Die Fahrzeuge kommen auf den Markt. Es gibt heute genügend Fahrzeuge, die auf den Markt kommen. Notabene gibt es heute eine Entwicklung Richtung Elektrofahrzeug, die auch läuft. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Ich glaube, in den nächsten 20 Jahren technisch sind wir heute längstens in der Lage, 3 Liter Benzinauto zu bauen, die effizient fahren. Und wenn der Preis da ist, werden die vom Markt sofort angenommen. Ich glaube eben, im Gegensatz zu anderen, die den Markt richten, dass der Markt relativ viel richtet und dass wir es mit Vorgaben, werden wir das nie erreichen, mit Vorschriften. Ich zu dem sogenannten Markt sagen. Also man sieht ja, dass sich der Benzin- oder Dieselpreis in den letzten Jahren zum Teil um etwa 50% danach hat können verändern. Er war sehr volatil gewesen. Aber die Anzahl gefahrener Kilometer sind konsequent linear mehr oder weniger gestiegen. Das bedeutet eins, das Modell der Grünliberalen ist eben in der Realität nicht umsetzbar. Und es funktioniert eben nicht. Weil der Preis, eine Nachfrageelastizität von diesen gefahrenen Kilometern, ich will fahren, ich muss fahren, es gibt nicht die Frage, ich muss jetzt das Auto nehmen oder nicht. Also sondern heißt, es ist die Frage, wie ich es nehme. Man kann es eben nicht regeln über das Portemonnaie. Man kann es nicht über das Portemonnaie regeln, dass die Anzahl gefahrener Kilometer mit einem höheren Benzinpreis in diesem Sinn runtergeht. Diese Korrelation habe ich noch nie auf der Welt gesehen. Und das bedeutet eins zu eins, dass das grün-liberale Modell das sogenannte Marktdenken und die Energiesteuer würde eben dann alle Probleme lösen, in der Tat und Wahrheit nicht aufgeht. Also die Leute würden gleich fahren. Ein Handwerker, der muss ein Auto haben, weil er sein Equipment hat. Ein Pendler, der muss danach noch einmal herfahren können. Der Vertreter auch. Und dann kommt das grosse Problem. Zum Beispiel der Umstieg auf Elektromobilität. Und die anderen, die sich das nicht leisten können, ich kann mir persönlich kein Tesla leisten. Ich weiß auch nicht, was die für ein Auto fahren, Herr Bäumle. Oder ich kann mir das nicht leisten. Aber die anderen, die zahlen dann eben für den Liter Benzin entsprechend mehr. Und ich rechne, dass man innerhalb von 10 Jahren auf etwa 5 Franken hochgeht. Innerhalb von 10 Jahren. Und das ist dann ein Luxusgut, wo sich die reiche Bevölkerungsschicht adaptieren kann und die ärmeren also, nicht. Das ist asozial. Das stimmt natürlich schon. Grundsätzlich, der Preis, wenn man über den Preis redet, dann ist es schon so, dass es natürlich Familien oder Leute mit tieferem Einkommen, die trifft es härter wie solche, die viel Geld haben. Also einen gewissen unsozialen Aspekt hat das Ganze. Ich muss aber noch schnell etwas sagen. Wenn der Herr Wasserfall sagt, es fahren alle gleich weiter und es kaufen kein neues Auto,
muss er mir erklären, wie dann der Benzinpreis ansteigen kann. Der wird ja gleich viel Energie brauchen. Und das ist genau das Punkt. Wenn das nicht funktionieren würde, wenn der Anreiz nicht funktioniert, ist das Worst-Case-Szenario, der Benzinpreis steigt nicht an. Er bleibt auf diesen 2,50 Franken immer und ewig, es fahren alle weiter. Das wäre der schlimmste Fall, dass die Energieziele nicht erreicht werden. Ich gehe von einem Homo economicus aus und von der Wirtschaft, die sich entwickelt, dass tatsächlich das der Verbrauch zurückgeht. Ja, aber die 5 Franken, ja, Entschuldigung, es geht. Ja, Moment mal schnell. Es geht nicht auf, dass man der einen Seite sagt, es fahren alle weiter. Und nachher sagt der Benzin, das ist jetzt 10 auf 5 Franken, dann hätten wir nachher, oh, 200 Milliarden Mehrwertsteuer. Ihr habt aktuell heute die genau gleiche Situation. Es wird immer mehr gefahren, der Benzinpreis steigt zwar an, es wird immer mehr gefahren, aber unter dem Strich, mit den genau gleichen Personenkilometern fällt nicht das Geld im Staatshaushalt. Und Frau Leuthard kann ihre Projekte gar nicht finanzieren, was Infrastruktur strassenseitig anbelangt. Ja. Und wir haben dort ein grosses Problem, dass die Theorie, die Grünliberalen hätten, die geht leider nicht. Den Preis schicken wir jetzt den Ölscheichs. Und das, was wir als Energiesteuer drauf tun, geht die als Mehrwertsteuersatz hin. Und wenn die Mehrwertsteuer gesichert ist, die 20 Milliarden, dann muss der Preis nicht erhöht werden. Wenn mehr, weniger gefahren wird, muss der Preis erhöht werden. So einfach ist der Markt. Der soziale. Energiesteuer, die erfolgreich ist, schafft sich selber ab. Und wenn man auf die Staatseinnahmen angewiesen ist, dann muss man den Preis entsprechend wieder rauf tun. Das ist einfach ein Grundüberlegungsfehler von dieser ganzen Initiative. Stimmt, eben nicht. Ihr habt nicht verstanden, wie das Modell funktioniert. Aber das ist härter, das in 5 Minuten zu erklären. Also nur die Grünliberalen und die anderen offenbar sind dumm, oder? Ja, nein, also wenn die ganze Schweizer Bevölkerung nicht dumm. Wenn sogar der Bundesrat erstmal muss eine Korrigenda in sein Bundesbüchlein machen muss, weil er die Zahlen falsch gerechnet hat, dann ist das schon ein Signal, dass nicht ganz alle verstanden haben. Der soziale Teil. Genau. Also, wir haben das auch angeschaut. Und es ist tatsächlich so, ein ganz armer SKOS-Empfänger fährt eigentlich etwas schlechter mit der Energie statt Mehrwertsteuer. Und der ganz Reiche, der fährt etwas besser. Das ist so. Im Mittelstand ist es praktisch 1:1 dasselbe. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Mehrwertsteuereinheitssatz. Der Mehrwertsteuereinheitssatz auf 6% verzerrt sozial deutlich mehr als der Energie statt Mehrwertsteuer. Und darum ist ja auch der Einheitssatz, vor allem von linker Seite, so bekämpft. Ich stehe zu dem. Ich sage die Verzerrung, die man bei einer Einheitsmehrwertsteuer überkommt, die wir sagen jetzt null, die müsste man dann eigentlich ausgleichen auf einer anderen Ebene. Also es ist einfacher, wenn man einen SKOS-Empfänger statt dann 100 Franken zu kürzen in Zukunft, wenn wir runtergehen, nur 80 Franken zu kürzen, wenn man sagt, dass Energie statt Mehrwertsteuer ausgeglichen wird oder der Einheitssteuersatz, wenn der später aber mal diskutiert wird. Aber die soziale Verzerrung, doch, das ist so. Ja, nur die Fakten an. Jemand, der sich das leisten kann, zentrumsnah zu wohnen, in einem energieoptimierten Haus, wo nicht Mieter ist, weil die Mieter haben sehr, sehr wenig Einfluss, was zum Beispiel Heizöl anbelangt, und wo dann noch ein entsprechend teures Auto kann kaufen kann, wo energieeffizient ist, die profitieren, und alle anderen schauen in die Sonne. Wir haben mehr als 60% der Schweizerinnen und Schweizer, mir inklusive, sind Mieter. Ich habe null Einfluss auf mein Haus. Ich kann sagen, ich ziehe noch jemand anderes in eine teurere Wohnung, die energieeffizient ist. Ich persönlich könnte mir das leisten, aber 80% meiner Mitmieter können sich das nicht leisten. Das Gleiche mit dem Auto. Ich bin Stadtberner, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, aber trotzdem eins. Aber wenn ich nachher irgendjemanden habe, der im Oberland daheim ist, der grosse Fahrkilometer hat oder der eben die Distanzen mit dem Auto machen muss, Kleingewerbe und so weiter, das wird teurer, als man zum Beispiel auch vergisst. Jeder zweite ÖV-Kilometer, öffentlicher Verkehr, findet auf der Straße mit Bussen, mit Postauto und so weiter statt. Zahlen die nicht mehr, wenn man dann 5 Franken pro Liter Diesel muss tanken bei einem Postauto? Erstens, wenn man Energiewende wendet, unabhängig ob Energie statt Mehrwertsteuer oder Energielenkungsabgabe macht, dann wollen wir die Energie so verteuern, dass jeder, der sich umweltfreundlicher, energieärmer verhalten, profitiert, und wer das nicht macht, ja, eher mehr zahlt. Das sind die Reichen. Wie nein, das ist, das aber das gilt für jede Energielenkungsabgabe genau gleich. Das ist so. Das ist im Grunde so. Jetzt kommt das Zweite, auch der Mieter hat seinen Einfluss.
Es ist eben schon ein Unterschied, ob ich 25 Grad in der Wohnung habe und alle Scheiben, Fenster schräg gestellt habe, weil die Energie mich nichts kostet, oder ob ich mich einigermaßen konform verhalte. Das sind 20-25% Energieverbrauch, den ich problemlos selber beeinflussen beim Heizen. Beim Strom ist es noch extremer. Da kann man 30% einsparen ohne Komforteinbuss. Aber solange dass die Rechnung nicht einmal einer weiss, was er zahlt für die Energie, interessiert es ihn nicht. Wenn er aber später weiss, die Energie ist teuer, ist wertvoll, dafür ist Mehrwertsteuer gratis im Laden, dann wird er sich anders verhalten. Und genau das ist das Ziel von einer Energie statt Mehrwertsteuer oder von einer Energielenkungsabgabe. Aber der Topf, so wie ich verstanden habe, ist nicht der gleiche, oder? Also eine Lenkungsabgabe wäre klar gebunden und eine Energiesteuer geht einfach in den Bundeshaushalt und da werden die Sozialversicherung und was immer auch finanziert. Also der Topf wäre klarer. Nein, der Topf ist genau der gleiche. Das Problem ist, dass man, wenn man eine Energielenkungsabgabe... Es gibt einen Unterschied. Unser Topf muss ansteigen, der Einnahmen. Der muss die Mehrwertsteuer abbilden und der muss ansteigen. Und wenn der Energieverbrauch zurückgeht, steigen die Preise an. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wo wir aber gewollt sagen, dass die Lenkung geht weiter, damit genau der Effekt, wir fahren immer mehr Kilometer, kann gebremst werden. Aber die Energielenkungsabgabe muss irgendwie zurückverteilt werden. Wie wollen wir das sozial machen? Wer kommt dann mehr über die Unternehmen entlasten, die Bürger entlasten? Entweder die Unternehmen entlasten und die Unternehmenssteuer zum Beispiel reduziert, dann sind natürlich alle Bürger und Mieter wieder die Verlorenen. Also die Rückerstattung wird noch eine Herausforderung. Das ist überhaupt keine Herausforderung. Wir haben heute ja die CO2-Abgabe auf Brennstoff, also Heizöl. Und das wird über Krankenkassenprämien zurückverteilt. Das System existiert, das und ist ein einfach wird ja, investiert, subventioniert. Das finde ich falsch, das muss man abschaffen. Das ist von den Links-Grünen erfunden worden. Der grosse Unterschied ist bei der Energiesteuer, ich nehme das Geld weg von den Bürgern, von der Industrie und es geht in die Staatshaushalte. Das sehe ich nie mehr wieder. Hingegen, wenn ich eine Lenkungsabgabe mache, auf Brennstoffe zum Beispiel, dann wird es wieder zurückverteilt. Das ist einfach. Und das andere, ihr wollt den sogenannten Rebound-Effekt verhindern, oder? Indem, dass man die Energiepreise immer und immer und immer wieder erhöht. Jetzt jemand, der investiert in weniger Energieverbrauch und dann muss er damit rechnen, dass es nochmal teurer wird. Ich bin dann nicht sicher, wie wahnsinnig angereizt die Person ist, möglichst hohe Investitionen zu machen. Es funktioniert einfach nicht, das Modell. Also, Es ist absolute Theorie. Ihr habt beide die Subventionen angesprochen. Momentan ist der Markt ja ein bisschen verzerrt, weil gewisse Stromarten ja subventioniert sind. Das würde sich mit der Zeit auch bei der Annahme von eurer Steuer, würde man von dem wegkommen. Momentan sind wir da. Wie sieht die aktuelle Situation jetzt aus? Also Punkt 1, mit dieser Initiative ist alles andere als sicher, dass keine Einspeisevergütungen oder Solarstromsubventionen und Teilzweckbindungen wegfallen. Es steht in der Initiative nicht drin, dass das abgeschafft wird, Punkt 1. Also da bin ich gespannt, ob die Grünliberalen endlich einmal den Antrag zustimmen, die Subventionen abzuschaffen. Bis jetzt hat er das nicht gemacht, sondern im Gegenteil noch ausgebaut, das Ganze. Und B muss ja festhalten, es wird auch mit dieser Initiative nach wie vor Treibstoffsteuern geben. Also die Besteuerung der Treibstoffe, die wird noch zusätzlich auch noch drin sein. Also es gibt einfach eine neue Steuer. Die Mehrwertsteuer wäre vielleicht dann weg, ja. Die wäre sicher weg. Aber ja, alle anderen Steuern im Energiebereich werden von dieser Initiative bleiben unangetastet. Mhm. Zusätzlich kommt dazu, dass die Besteuerung von grauer Energie noch dazukommt. Also das ganze System wird überhaupt nicht entschlachtet. Es kann sein, dass gerade im Energiebereich multiple, mehrfache Besteuerungen vorhanden. Aber wird es so teuer, wie es ist? Oder wird es teurer, wenn man einfach auf einer anderen Seite? Also ich gehe davon aus, wenn ich die Mehrheiten anschaue, momentan im Parlament haben wir keine Mehrheiten, eine Einspeisevergütung abzuschaffen, keine Mehrheiten, Teilzweckbindung abzuschaffen. Und wenn eine Energiesteuer da ist, ist das andere zementiert. Da wird gar nichts abgeschafft. Das kann ich schriftlich geben. Der Herr Wasserfall müsste einfach mal noch ein bisschen rechnen. Wenn jetzt unsere Energiesteuer eingeführt wird, dann wird sofort der Strompreis, wird ja auch uns vorgeworfen, wird der nicht erneuerbare Strom 10 Euro teurer. Was dann sofort passiert ist, dass der KEF zwar weiterlaufen kann, also aber weil die kostendeckende Einspeisevergütung garantiert den sogenannten Produktionspreis dieser Anlage für 20 Jahre. Jetzt, wenn der Energiepreis, der Strompreis um 10 Rappen ansteigt und die sogenannte KEF geht von 20 Rappen aus, Preis ist jetzt immer etwa heute, ist die KEF null.
Das heisst, er wird keinen Franken mehr kosten ab sofort. Und auch die bestehenden, die in der KEF sind, kosten die noch weiter. Das ist so, wo wir schon eingeführt haben. Aber die bringt der Herr Wasserfall und ich nicht weg. Was wir schon eingeführt haben bei 90 Rappen, bei 80 Rappen, das wird ewig bleiben. Es ist falsch. Aber es gibt keine neuen. Es gibt keine neuen mehr. Warum per sofort weg. Die Grünliberalen nie Hand, dass man die Subventionen mal terminiert und sagt, wir stellen sie nicht ab. Oder sie nicht noch mehr ausbauen. Also, wir haben letztes Jahr im Dezember-Session 1,3 Milliarden pro Jahr solche Subventionen beschlossen. Innerhalb von 20 Jahren werden 30 Milliarden Subventionen in diesem System versickern. Mit diesem Geld baue ich keinen Strommast, keinen Pumpspeichersee, ich baue nie einen irgendwie sonst einen Speicher. Und das sind die Probleme, die wir jetzt geschafft haben. Das Geld ist für zwei Jahrzehnte einfach weg. Also. Und da bringen die Grünliberalen, weil das möglichst noch gut entdecken und alles wegzutun. Punkt 1. Aber Energiesteuer, sagt Herr Bäumle, gibt es keine, also die bestehenden bleiben, aber es gibt keine neuen Subventionen. Ja, die bestehenden bleiben, es gibt keine neuen Subventionen, aber eine neue Steuer, die hat man die Staatsquote nochmal erhöht. Nein, aber also ich verstehe gar nicht. Wir schaffen ja die Mehrwertsteuer ab. Also bitte bleiben Sie bei den Fakten, Herr Wasserfall. Also de facto haben wir mehrfach angeboten, auch deutlich gesagt, mit unserem Modell ist die Subventionen automatisch weg und den Rest heben wir auf. Wir sehen, die FDP bietet zu nichts haben. Es ist ein Beschluss im Parlament, jetzt können wir noch zu den Subventionen aufhört und mit denen aufhört. Und was sehen Sie, das Gegenteil, man tut es noch ausbauen und ja nicht anlängen und ja nicht terminieren. Das ist die herrschende Meinung. Es gibt keine Mehrheit in der zweiten Etappe im Moment. Gibt es nicht, auch von der Seite der FDP nicht. Jetzt kommen wir noch zu den Kosten. Kommen wir zuerst zu der Kostenproblematik. Wir haben bei der nicht erneuerbaren Energie undeckte Kosten. Also wir haben vorher vom Klimawandel geredet. Ganz klar. Da haben wir Kosten, die heute nicht bereit sind. Und in dem Sinn haben wir auch bei der Kernenergie, das bestreitet zwar der Herr Wasserfall, haben wir eben auch undeckte Kosten. Und was wir heute machen, ist nur krampfhaft Solarenergie und Windenergie unterstützen, damit sie die gleiche Unterstützung hat, die die anderen auch haben. Und mit der Energiesteuer, die wir einführen, würden wir genau die Marktverzerrung abschaffen. Also genau den Weg, also wo wir eigentlich schaffen. Natürlich, endlich ein gleiches Spiel schaffen, weil über die Internalisierung von externen Kosten, ein grosser Begriff, kann man Jahrzehnte debattieren. Sind das 5, 10, 15, Theorie, 20 Millionen? Lass mich bitte ausreden. Wie viel das ist, wissen wir nicht. Und wir berechnen das gar nicht, sondern sagen, wir berechnen es indirekt über ein Steuersystem. Es ist ein Umbau vom Steuersystem, es ist ein radikaler Umbau, aber es wird die Mehrwertsteuer Es ist eben Theorie, ist eben blanke Theorie. In eurem Modell geht euer Modell aus, dass nur die sogenannten nicht erneuerbaren Energieträger externe Kosten haben und alle anderen nicht. Und das stimmt eben auch nicht. Oder? Warum du zum Beispiel die Bergregionen sagen, wir wollen ein Wasserzimmer, dass man Wasserkraft produzieren kann, weil sie sagen, wir werden dort oben belastet. Und der Wasserzins, den muss man auch zahlen mit teurer Steuer, egal oder nicht. Oder? Also das ist einfach ein Irrsinn. Man tut eine neue Steuer dazu und schafft eigentlich faktisch Mehrwertsteuer ab. Ja? Aber alle anderen Verzerrungen bleiben da. Und die Grünliberalen sind halt leider Subventionspartei geworden in der Energiepolitik. Wir kommen zu der Schlussfrage. Und immer an dieser Stelle drehen wir die um. Martin Bäumle, wenn Sie den Gegner müssen bei einem Argument recht geben. Welches wäre das? Das, wenn sich tatsächlich niemand würde energiepolitisch vernünftig verhalten, jeder würde weiter Auto fahren, ein grösseres Auto kaufen, würde die Energiepreise nicht ansteigen und unser Energieziel könnte nicht erreicht werden. Das wäre der schlimmste Fall. Aber der Bundesrat geht davon aus, dass man nach 10 Jahren dekarbonisiert ist in der Schweiz, was unmöglich ist. Ist ein Wasserfall. Und wo geben Sie die Initianten recht? Da muss ich wirklich echt grübeln. Also, ich habe kein Argument gefunden, das mich von dieser Initiative überzeugt. Und ein Thema, das wir auch noch nicht angesprochen haben, ist zum Beispiel die ganzen energieintensiven Produktionen und so weiter, die aus der Schweiz verlagert werden. Mit dem starken Franken wäre das sicher fatal, die Annahme. Auch das stimmt nicht, weil an der Grenze die Entlastung stattfindet. Das haben wir heute schon mit der KEF das Problem, das wir auch bereits gelöst haben. Ein Satz und dann ist fertig. Also, ich kenne mich der Industrie sehr gut aus. Ich kann euch einfach sagen, schon mit dem starken Franken wird die Industrie hier gefordert sein. Aber wenn man die Produktion noch zusätzlich verteuert, massiv verteuert bei diesen Firmen, dann haben wir das echtes Problem. Also gut. Ich warne von der Initiative. Also am 8. März wissen wir mehr. Christian Wasserfall und Martin Bäumle, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Das ist Zürich konkret zu der eidgenössischen Abstimmung vom 8. März über die Initiative Energie statt Mehrwertsteuer gewesen. Diskutiert haben die beiden Nationalräte Martin Bäumle pro und Christian Wasserfall Kontra. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Mit dem Aktuellsten aus der Region geht es jetzt gerade weiter im Zürich-Report. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Zürich konkret ist Ihnen präsentiert worden von Domoreisen. domoreisen.ch